zu einer Band, die kommt nicht aus München, sie kommt aus dem Schwarzwald und ihr Name ist synonym für den Schwarzwald, Finsterforst. Ich habe hier den Olli und den Tobi sitzen. Schön, dass ihr da seid. Hi. Ja, danke auch. Danke, dass du uns hier hast. Sehr gerne. Ja, ihr nennt euren Stil ja Black Forest Metal. Was ist da genau die Definition? Was macht das für euch zum Black Forest Metal? Ah, jetzt sitzen die Richtigen hier. Genau. Naja, also so im Ursprung kommt das ja schon irgendwie so aus der folkigen Schiene, was wir machen. Oder also ganz so ursprünglich, genau. Also wir wollen es ein bisschen abbilden, was wir mit Schwarzwald so, was wir damit verbinden. Die Dunkelheit und der Winter auch später. Und ich denke, ja, das genau, schon ist irgendwie immer so ein bisschen waldigen und erdigen Sound. Ja. Also ihr lebt auch alle da noch in der Gegend? Und nee, nicht mehr. Die meisten sogar nicht mehr. Ich komme sowieso nicht von da. Ich bin ja irgendwann nur dazugekauft worden. Unseren Schlagzeuger hat es weit weggezogen. Der Keyboarder auch, aber der ist noch da. Ich bin noch da, ja. Ja, dann die Frage an dich. Was macht denn Schwarzwald so als Gegend aus? Und inwieweit inspiriert der? Also inspiriert erstmal über das halt... also wir leben ja quasi am Rande des Schwarzwaldes. So, da hast du im Prinzip die Mischung zwischen halt dem schönen Rheinland, das relativ eben und sonnig ist, und halt eben im Kontrast dazu den dunklen Schwarzwald, der wirklich im Winter gerade dunkel ist und auch wirklich gute Winter hat mit Schnee, noch Schnee und ja. Was also viel Natur natürlich, viel wandern gehen, das ist unser Ding so. Und ja. Was ja einerseits schade, aber auch erstaunlich ist, der Schwarzwald wurde ja damals komplett weggehauen während der Industrialisierung. Ja. Es ist ja wirklich kein ursprünglicher Schwarzwald mehr da, das ist ja alles wieder aufgeforstet worden, aber es sieht trotzdem idyllisch da aus, ne? Es ist schon schön. Ja, man sieht schon noch die Spuren, also es ist schon viel Industriewald, aber es wird auch immer mehr wieder nachhaltiger quasi angebaut und der Wald wird auch wieder natürlich, indem man halt mal in vielen Stellen einfach wegwachsen lässt. So. Aber wenn man halt so alte Fotos aus dem Schwarzwald sieht, das waren ja wirkliche Mammutbäume, die waren ja riesig und das ist schon schade, dass das alles weg ist. Ich glaube, das wäre auch nicht schlecht für eine Band, dann da mal Videos zu drehen in so einem Wald. Ich hatte gerade, also wenn man in den Süden von Schwarzwald geht, Richtung, da gibt es teilweise wirklich schon Stellen, wo wirklich diese großen Bäume noch stehen. Also es gibt da auch schon noch unberührten Wald, aber ist selten geworden, klar, durch die. Ja, euer Name ist wie gesagt Finsterforst. Ihr seid ja auch schon eine eher ernste Band. Was ich aber lustig finde, ist, dass ihr doch bisweilen einen Schalk im Nacken habt. Zum Beispiel auf eurer Website habe ich dann nochmal natürlich mich nochmal informiert und da bei dem Album Zerfall die Ankündigung gesehen. Da hat das Zerfall ja auch auf den Tourbus, die Tourbusse oder Tourfahrzeuge anspielt. Ihr habt ja 2016 mit YOLO eine sehr funny EP rausgebracht, mit unter anderem Miley Cyrus und Kassierer Coverversion. Inwieweit hält sich das bei euch die Waage? Also die Band an sich ist schon eher ernsthaft. Ich glaube, YOLO war auch nur so ein Ausflug. Trotzdem sind wir halt Affen, wenn wir unterwegs sind. Also YOLO war schon ein ziemlich ehrliches Album. Ich meine, es kam nicht so gut an. Ja. Es kam gemischt an, sagen wir es mal so. Manche fanden es richtig cool, manche nicht. Uns hat es Spaß gemacht, wirklich. Genau. Im Studio war es richtig Spaß, aber wir sehen schon ein, dass es nicht zu einem Konzept Finsterforst eigentlich passt. So. Hätten wir vielleicht unter einem anderen Synonym machen können, aber... Die musste einfach raus. Ja, musste irgendwie raus. Es war, wir wollten es ja schon zwei Alben vorher machen, aber haben dann gedacht, nee, ist vielleicht doch zu blöde. Und dann ist halt doch passiert. Also die Leute, die uns kennen, waren nicht überrascht von der Platte. Nee, der Welt halt schon. Würdet ihr es aus heutiger Sicht dann doch nochmal machen oder lieber lassen, ne? Wenn die Leute da so komisch drauf reagiert haben? Ja, ich meine, man muss ja schon, also man macht Musik in erster Linie für sich selber und wenn man das nicht mehr macht, dann kann man es lassen eigentlich. Also wir leben ja nicht davon und so, für den machen wir, was wir wollen. Also ich würde es schon nochmal machen, ja. Ihr seid dann ja auch nicht ausgeflippt und habt dann jetzt angefangen, als Partyband auf Tour zu gehen. Oh. 2019 kam dann Zerfall, das Album. Also wer euch nicht kennt, man muss dazu sagen, ihr seid schon länger dabei, seit 2004, glaube ich, ne? Und habt schon einige Alben raus. Zerfall ist halt im August 2019 erschienen. Und die Frage hatte ich schon jetzt mehrfach in diesen zwei Tagen. Das war ja kurz, also relativ kurz, bevor alles gelockdownt wurde. Fühlt sich das für euch jetzt noch nach dem aktuellen Album an oder freut ihr euch schon auf das nächste eigentlich? Also wir sind ja gerade in der Mache. Wir machen ja gerade unser Mini-Album, das wir auch selbst in Eigenregie produzieren.
Und da sind wir eigentlich schon mittendrin, also wir haben vieles schon aufgenommen. Wir sind, ich glaube, jetzt Simon war jetzt mit einer Akustikgitarre diese Woche dran. Akustikbass kommt noch, Gesang kommt noch. Also wir sind schon noch dabei, was Neues zu produzieren gerade. Es ist schon, es ist ein bisschen schade, dass es mit Corona zusammengefallen ist, weil wir haben ja auch Touren geplant und Konzerte geplant und die sind alle ausgefallen. Und das wäre, hätten wir eigentlich, damit hätten wir eigentlich das Album gefeiert. So, das ist halt rausgefallen, das ist schade. Habt ihr das dann versucht, irgendwie per Versand und Online-Präsentation an den Mann zu bringen? Oder habt ihr da gesagt, komm, wir machen Pause und... Das wurde schon, wir verkaufen ja auch online und so, das wurde schon verkauft, so ist nicht, aber wie gesagt, es ist halt, wir wollen es ja spielen, das ist unser Ding. Also wir machen ja, wie gesagt, wir leben nicht davon, deswegen muss man, also wir nehmen es auf, damit wir es haben, damit es halt geil ist und dann wollen wir einfach rausgehen und einfach das präsentieren und das ist halt einfach ausgefallen. Das war das, ja. Vor allem war das ja gar nicht planbar. Also ja. Das ging ja irgendwie los. Ah, Lockdown, also ich kann mich noch erinnern, ich war bei der Arbeit in irgendeiner Teamsitzung. Geh da rein, heile Welt, komm raus. Ah, okay, hier macht alles zu, super. und dann hat es ja so vor sich hingekleckert. Also irgendwie wusste es nicht, wie lange geht der Scheiß jetzt. Ja, jetzt sind es halt anderthalb Jahre plötzlich. Aber also um die Ursprungsfrage, insofern Zerfall. Ja, mir ist schon klar, dass es das aktuelle Album ist, aber es fühlt sich eigentlich nicht mehr so an. Es ist so lange her und da ist so viel Zeit dazwischen und so viel komischer Scheiß passiert, der sich irgendwie viel länger anfühlt, als wenn das jetzt einfach ganz normal Leben gewesen wäre. Ich meine, das ist halt also, fucking schade, weil wir halt echt viel... Sorry für fucking... Die Platte ist einfach geil. Wir haben echt viel Zeit reingesteckt und Energie reingesteckt und das ist halt die Umstände haben es halt ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Es gibt ja normalerweise auch dann die Situation, dann ist man eine Weile auf Tour und dann kristallisieren sich dann ja Lieblingslieder von der Platte, sowohl beim Publikum als auch bei euch raus und so. Ja. Habt ihr da schon jetzt so Favorites oder seid ihr da noch relativ gespannt, wie die Leute darauf reagieren? Naja, da ist ja bei uns die ehrliche Antwort, die Songs sind ja so lang. Wir können auch meist nicht das ganze Album live spielen, weil man sich schon auf das konzentrieren muss, was man dann auch, wofür man sich dann mal entschieden hat am Anfang. Also es gibt drei Songs davon, die wir regelmäßig live spielen. Die laufen ganz gut. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir uns die falschen ausgesucht haben. Den letzten kann man, glaube ich, eh nicht live spielen auf einem normalen Konzert. So, mal kurz, wir spielen noch eine halbe Stunde. Das ist halt schwierig. Zugabe, bis genau. Dienstag. Bis der Veranstalter den Saft ausdreht. Ja, wie euer Bandname und Albumtitel und sowas ja schon verrät, ihr habt ja deutsche Texte. Und ich habe aber gesehen, dass ihr zum Beispiel so auf Facebook und so und auf eurer Webseite Englisch alles postet. Ihr seid lange dabei, ihr habt eine große Fanbase. Inwieweit kommt das eigentlich im Ausland an? Also von wo kommen so Fans von euch her und wie reagieren die auf die deutschen Texte? Das ist super abgefahren. Also wir haben tatsächlich irgendwie immer wieder so irgendwelche Leute, die uns anschreiben oder die YouTube-Videos kommentieren aus allen Ecken der Welt. Mhm. So vom Eindruck her ist, glaube ich, tatsächlich in USA, also Nordamerika ist relativ viel. Auch Lateinamerika gibt es genau, auch relativ viele. Südamerika, Lateinamerika, da sind auch einfach so ein paar richtige Freaks. Da waren wir leider noch nie. Wir waren ja vor 2 Jahren in China. Möglicherweise haben wir Covid mitgebracht, wer weiß. Ach, jetzt kann man doch mal drüber reden. Selbst da gab es Leute, die uns kannten. Also völlig abgefahren. Wie hat sich das mit China ergeben? Puh, das... Gott, wer irgendeine andere Band war da? Formalien, ja, genau, eine andere Band war da, die Wombo kannte, glaube ich. Genau, der hat einfach mal den Kontakt zu dem Veranstalter gesucht. Der hat dann geguckt, wie viele Likes habt ihr auf Facebook und so. Hat gesagt, oh ja, wir probieren das mal. Also, da sitzt, glaube ich, die Kohle auch relativ locker bei denen. Nicht schlecht, der spricht. Ich war noch nie in China. Aber egal, ich glaube, ich fände es auch gruselig, ich hätte Angst, verhaftet zu werden. Wenn man sich so ein bisschen zusammenreißt, geht das schon. Das hatte ich gestern schon mit Obscurity auch das Thema. Ihr seid ja jetzt schon lange dabei und man kann ja euch ja so in diese ganze Pagan-Schiene und so durchaus einordnen. Und ihr habt das ja dann quasi als Band auch live miterlebt, wie das Ganze richtig abgegangen ist als Hype. Teilweise auch ausgeartet ist in teilweise sehr alberne Facetten und so. Und so langsam hat sich das jetzt wieder beruhigt und gesund geschrumpft. Wie habt ihr das als Band erlebt und mitgemacht? Also ganz am Anfang sind wir so ein bisschen mitgeschwommen. Ich glaube, das war der Punkt, also wir haben ja erst gar nicht gespielt, wir haben ja quasi unsere erste EP rausgebracht damals und die haben wir komplett verkauft, nur durch online, ohne dass wir ein einziges Mal live gespielt hatten. Und deswegen, also wir sind so ein bisschen Nutznießer von diesem Hype gewesen, so ein bisschen.
kann man ja mal sagen. So Einflüsse, die gesagt haben, dann mach doch mal mehr Humpa oder sowas? Ja, wir haben ja damals schon viel Humpa gemacht. So. Also die, gerade das erste Album war ja eigentlich quasi nur Gedudel. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit halt einfach, weil unser Geschmack sich auch ein bisschen geändert hat, dann auch geändert. Hm. Und ja, ich finde, Gedudel hat seine Berechtigung, aber ich finde nachhaltiger oder was mir persönlich besser gefällt, ist halt schon das langgezogene, epische, atmosphärische. So. Das ist so. Eigentlich das, was wir machen wollen, das ist unser Ding gerade so. Epik ist immer gut. Ja. Auch gar nicht mehr in diesen Grenzen pelgen, aber. Ja, es verschwimmt ja mittlerweile alles quasi. Wir verabschieden uns da an vielen Stellen in den Songs auch echt von. Ja. Gibt es denn da von eurer Seite, wenn man so dieses Epische macht und so weiter, noch so heimliche Wünsche, was ihr gerne mal machen würdet? Was weiß ich, mit Orchester oder irgendwie sowas? Das ist ein heimlicher Wunsch, leider auch ein relativ unbezahlbarer. Ja, ja. Ja, das wäre so eins. Ich glaube tatsächlich irgendwie. Ja, ich glaube, Simon könnte dafür auch ganz gut schreiben. Ich glaube, das wäre auch so sein Ding, aber. 90% auch da. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, im Schwarzwald mal irgendwas wirklich machen, im Wald, fände ich ziemlich abgefahren. Vielleicht auch irgendwie so ein bisschen stromlos. Würde ich gerne mal probieren, was da geht. Plug-Konzerte sind ja auch noch Hotfans. Also Aufruf an alle Opernhausbesitzer. Ja, genau. Wenn ihr ein Orchester habt, was auf gute Musik steht und mal Bock hat, was anderes auszuprobieren, meldet euch bei den Herren. Sie werden es gutieren. Genau, wir zahlen nichts, sind aber gute Trinkkumpanen. Also, ja, das sagtet ihr schon, ihr sitzt jetzt am nächsten Mini-Album. Wird das auch wieder bei Napalm rauskommen? Das machen wir alleine. Das macht ihr alleine? Ja, genau. Und wann kommt dann wieder was Full-Length? Ist das schon in Planung oder ist das jetzt erstmal das jetzt noch bewerben, was da ist und gucken, wie es jetzt überhaupt weitergeht? Ja gut, Full-Length, ich meine, es wird schon komplett, wird es glaube ich schon auch 40 Minuten sein, so. Mini-Album. Ja, für uns halt, weil normalerweise machen wir die Platten halt voll. Und, vor allen Dingen ist es halt nur ein Song. Ja. Das ist das, was das tut. Also wird es dann kein Vinyl geben? Doch. Das erste Mal wird es Vinyl geben. Genau. Nee, das Ding war, das war für uns relativ wichtig, weil, ich meine, nach dem Zerfall quasi die Touren davon ausgefallen sind und wir lange Zeit nichts mehr machen konnten, weil wir nicht spielen konnten, war für uns einfach wichtig, was zu tun. Das war halt dann das Ergebnis davon. Und also mir hat es Bock gemacht, das zu lernen, zu spielen, einzuspielen. Das war schon, ich glaube, das wäre cool. Ja, also. Ihr sagtet mir im Vorgespräch schon, dass ihr quasi nur für heute jetzt unterwegs seid, also ist jetzt nicht Teil einer Tour. Okay. Ist es jetzt das erste Mal auch wieder, dass ihr live spielt oder habt ihr schon ein paar Gigs jetzt wieder gehabt? Also wir hatten vor kurzem in Barta Open Air haben wir gespielt gehabt und was war davor? Letztes Jahr irgendwie. Zwischendrin waren wir nochmal in Stuttgart irgendwo bei Backnang, glaube ich, war noch. Stimmt, ja. Ja, genau. Es gibt schon nur einzelne Konzerte, die stattfinden. Man nimmt halt alles mit, was geht. Aber es ist schon echt wenig. Ja. Dann drücke ich euch die Daumen, dass das mehr wird. Was können die Leute von heute erwarten von eurer Show und was erwartet ihr? Seid ihr heiß? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Genau, wir haben Bock. Das können die Leute auf jeden Fall erwarten. Dann können sie erwarten, das bekannte Programm quasi, lange Songs, mit so ein bisschen Zeit dazwischen, um sich auch mal zu erholen. Und dann muss man den Arsch wieder bewegen, weil es dann doch mal schneller wird. Und wir erwarten von den Leuten, die sollen trinken und Spaß haben. Ich bedanke mich bei Tobi und bei Olli dafür das Gespräch, dass ihr euch Zeit genommen habt und ich wünsche euch gleich eine richtig geile Show. Habt Spaß und dann noch viel Erfolg demnächst. Ja, vielen Dank. Bis später. Und damit gehen wir zurück ins Standbild. Prost.